Hoho. Nee, Weihnachten ist ja vorbei, weg damit. Hallo meine Lieben, wir haben's nach Weihnachten und zwar den 28. haben wir heute. Also ihr seid wieder brandaktuell und was mache ich heute? Schneller als erwartet mache ich den Holzfällertopf 2.0. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich habe ein Dosenmenü gegessen und konnte es mir wirklich nicht nehmen lassen und heute einfach nochmal diese Dose mitnehmen, um das euch zu zeigen, dass das auch wirklich wahr ist. Und von dem bin ich eben auf die Idee gekommen, den Topf selber zu machen. Ja, wie gesagt, 2.0 heute, ein paar mehr Zutaten, ein paar mehr Mitesser, weil, ja, jetzt nicht missverstehen mit den Mitessern. Wir bekommen Besuch, Silvesterbesuch, der steht, glaube ich, gerade im Stau auf der Autobahn. Also ich habe noch ein bisschen Zeit, gemütlich vorzubereiten. Schatz ist immer noch beim Arbeiten, aber wir gehen jetzt darüber. Und Cam steht auch schief, ist mir jetzt auch egal. Und bereiten einfach mal vor und ich zeige euch jetzt erst einmal alle Zutaten, wo wir dieses Mal haben. Attacke! Tete, da wären wir schon bei der Übersicht. Ja, was ist dieses Mal anders? Wir hauen eine Zwiebel dazu. Dann frische Champignons. Ich habe braune und weiße. Dann, die lege ich gleich in Wasser ein. So ein Päckchen Steinpilze. Doppelte Portion Bacon heute. Ein Schweinenacken, knapp 1,2 Kilo sind es. Weil Schatz ja das mit Schweinenacken wollte. Also nehmen wir den heute. Dann habe ich heute noch so einen Bund Suppengrün geholt. Da ist das Sellerie dabei, den schneiden wir auch mit rein und den Lauch auch. Ja, die Kartoffeln. Dann von Haus aus eine Sahne, Wasser. Dann, auch wenn, ja, manchen das nicht so gefällt, aber ich verwende es wieder. Das hat es so richtig geil abgerundet. Und natürlich SPP, Salz, Pfeffer, Paprika. Und wo wir vorher schon bei Weihnachten waren. Ja, ich habe ein geiles Weihnachtsgeschenk bekommen. Und kann bloß sagen, ja. Ja, und mit dem schneiden wir jetzt das Fleisch klein. Und werde ich dann die Kartoffeln und alles andere soweit klein schnibbeln. Aber jetzt testen wir erstmal das Messer hier. Juche, dann wollen wir mal. Wir schneiden den Fleischbrocken einfach in kleine Stückchen, Würfelchen, so wie ihr das eben dann für euch möchtet. Ich empfehle die gar nicht zu groß zu schneiden. Also so ist dann wirklich schon das Maximum. Und das Messer, muss ich sagen, schneidet gut. Vielen Dank nochmal dafür. Das ist jetzt mein neues Messer für Videos. Definitiv. Habe ich mir übrigens auch gewünscht. Ihr merkt es, Leute. Ich glaube, ich bin heute schon wieder etwas gut drauf. Schauen wir mal, was noch für Schoten kommen in diesem Video. Auf alle Fälle schneide ich jetzt erst einmal alles komplett klein, schälen etc. pp. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns dann, ja, wenn es am Topf geht. Übrigens ist es heute wieder ein Indoor-Video, weil ich glaube, wir werden die Tage noch genügend draußen machen, besonders Silvester. Ja, okay. Fertig schnibbeln. Und dann, wenn alle Zutaten klein sind, hole ich euch wieder dazu. Moment, ich bin am Bacon naschen. Ah, totale. Alles soweit klein geschnippelt. Karotten hier hinten, die sieht man noch. Kartoffeln und der Rest versteckt sich unter den Zwiebeln. Oder unter der Zwiebel. Fleisch klein geschnitten. Champignons, der Bacon.
ja, die Pilze eingelegt, die Steinpilze. Ja, dann können wir rüber am Topf gehen. Heute habe ich den, ach komm, käm auf mich. Ich sehe noch ein bisschen fix und alle aus von dem Zwiebelschneiden. Ja, heute habe ich eben den FT9, wegs vergrößerter Menge. Wir werden auch das Fleisch anbraten, wieder raus, dann das Gemüse da, raus oder so ähnlich. Und die Pilze schön separat anschmuggeln. Ja, und dieses geile Grillschuhmesser ist höchstwahrscheinlich vom Veggie-Ninja verflucht worden. Beim Fleisch habe ich mir fast in die Finger geschnitten. Das Gemüse hat das Messer ohne Probleme geschnibbelt. Aber geil, echt geil. Nochmal vielen Dank. Und ja, was noch geil ist. Leute, der Besuch ist mittlerweile auch schon da. Kommt rein, wortlos, sofort hier mit in die Küche und angefangen mitzuhelfen. Aber wer da ist, das kriegt er ja mit Sicherheit noch im Laufe des Videos mit. Und die Zwiebeln sind echt heftig. Aber jetzt braten wir das Fleisch an. Oh, dann probieren wir mal, ob das schon heiß genug ist. Ja. Es brutzelt. Schmeiß mal rein. Ordentlich anbraten, bisschen drehen und wenden, dass von allen Seiten schön angebraten ist. Und das mache ich jetzt. Und ja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir eigentlich dann den Bacon dazu hauen. Habe ich das letzte Mal gleich dazu gehauen, dieses Mal etwas später. Ja, und jetzt eben noch ein bisschen weiter anbrutzeln, inklusive Bacon. Na, dann halt nicht. Gut, also die Sau hat jetzt so gesaftelt, dass ich hier ein bisschen was abgeschöpft habe. Der kommt nachher wieder mit rein und jetzt können wir ja hoffentlich vernünftig noch fertig anbraten, damit Schatz auch zufrieden ist. Oder Schatzi? Ja, ja. Ja, ja, heißt leck mich am Arsch. Naja, egal. Das wird jetzt. So, Freunde. Also jetzt hat es mit dem Anbraten wesentlich besser geklappt. Ich schalte hier jetzt bloß kurz mal den Herd zurück. Und dann holen wir uns das ganze Fleisch raus. Und dann geht es gleich mit dem Gemüse weiter. Leute, Fleisch rausgeholt und dann machen wir weiter mit den Pilzen. Die tun wir jetzt auch ganz kurz anschmurgeln. Hier ist die Zwiebel versteckt. Das Gemüse kommt dann alles zusammen. Nein, tun wir wieder etwas von der Fleischbrühe, vom, ja, was ich vorher abgesetzt habe, rein. Dann tun wir die kurz anbrutzeln. Das wusstest du nicht mehr, wenn du Flüssigkeit drin hast. Es ist nur wenig. Kurz anschmuggeln und dann auch wieder raus und dann kommt das restliche Gemüse einmal rein. So Leute, die Pilze sind soweit angeschmuggelt. Dann können wir die auch raus, wieder raus tun. Von der Brühe wieder unten rein. Und dann kommt erstmal das gewaltige Gemüse. Und spätestens jetzt sehen wir, warum ich den FT9 genommen habe. Wer kommt noch? Patricia. Okay.
ein Argument. Ich hätte FC 18, ohne Witz. Weil wir jetzt dann genau 5 Erwachsene sind. FT 12, aber den hätte ich hier nicht draufstellen können, weil der eben Füße hat. Genau. Ja, und Patrizia ist sowieso wie ein Spatz. Also 100%. Ja, aber wenn hier jetzt die Zwiebeln noch ein bisschen zusammengeschnorpselt sind, nachher die Pilze noch ein bisschen zusammengeschnorpelt, dann dürfte das alles sauber hier reinpassen. Das dünst man eben jetzt auch ein bisschen an, tun das ein bisschen durchrühren zwischendurch und ja, dann kommen die restlichen Zutaten wieder hinzu. Jo, also jetzt schon eine ganze Weile, du kannst ruhig da hinten weiterreden. Vielleicht erkennt dich ja der Zuschauer jetzt schon in der Stimme. Dann tun wir jetzt die restlichen Zutaten wieder hinzu. Die kommen jetzt auch mit rein, inklusive der Brühe. Den Fehler, die Brühe wegzuschütten, mache ich nicht mehr. Und dann kippen wir das Ganze mit Wasser auf. Und dann müssen wir erst einmal noch salzen, pfeffern und ja, mit Paprika. Halbwegs untertauchen sollte das Ganze schon. Und dann, bevor der große Dampf aufsteigt, ordentlich unterrühren, verrühren. Hat jemand einen Quirl? Zum Durchquirlen. Tja, und mit meinem Augenmaß bin ich mit dem FT9 wieder mal genau richtig gelegen. Welch ein Glück. Wir haben es ja schon oft genug gehabt, ja, dass ich habe umfüllen müssen. So Leute, Deckel drauf und köcheln lassen. Ich kann die Temperatur dann wahrscheinlich etwas runterregeln und ja, wir sehen uns nachher eben wieder. Leute, wir waren gerade hinten, kommen hier in die Bude rein und das riecht, aber bevor wir da jetzt in den Topf reingucken, zeige ich euch schnell, wer vorbeigekommen ist und mit uns Silvester feiert. Also sprich, heute haben wir ja Samstag. Samstag, dann sind sie jetzt ein paar Tage da. Montag kommt noch weitere Besuch, aber den seht ihr dann in einem der nächsten Videos, weil wir haben jede Menge vor, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Bitteschön. Ja, die fleißigen Helferlein sind wieder da. Moin. Ja, du wolltest was anderes sagen. Nein, das mache ich nicht. Macht er nicht. Steht hier, ja. Ich kann mich ja einfach so ins Bild stellen. Moin, ihr Spacken. Nee, das kann man nicht sagen. Ja. Was sagt ihr zu dem Geruch jetzt schon? Ist gut. Traumhaft. Also, jetzt wisst ihr, wer da ist. Das Kruse-Team. Und ja, wir schauen jetzt in den Topf rein. So, gleich einmal den Löffel schnappen zum Umrühren. Und Hüsner. Oh ja, ich glaube, lang dauert es nicht mehr. Sieht schon mal sehr gut aus. Oh. Und duften tut es viel, viel besser als die erste Variante. Wunderbar. Noch ein Viertelstündchen, 20 Minuten köcheln lassen und dann können wir weitermachen. So Leute, circa 1,5 Stunden, vielleicht auch länger, vielleicht auch weniger. So genau haben wir nicht auf die Uhr geschaut. Erkläre ich das Essen für soweit
fast fertig. Bloß vorsichtig mit dem Deckel hier. Ja. Dann tun wir etwas von unserer geliebt gehassten Bratensoße hinzu. Ein bisschen was geht noch. Schatz, kommst du zum Probieren? Einmal unangesabberten Löffel dieses Mal. Möglich? Ja. Weil mein angesabberter ist hier. Hm? Was fehlt? Sahne. Sahne sowieso, das wissen wir ja. Fehlt noch was? Salz. Salz, Salz, Salz. Hauen wir noch ein bisschen Salz rein. Stopp, ein bisschen Pfeffer. Noch mal ein Pfeffer. Jetzt habe ich es gleich verpfeffert. Gut. Und Feintuning abgeschlossen. Ein Schluck Sahne. Ja, ja, ein Schluck, da haben wir schon die ganze rein. Und die wird jetzt noch ein Spurzweiß rein. Nein, Wein möchte ich da keinen drin haben. Das ist ein Holzfällertopf und Holzfäller dürfen keinen Alkohol trinken während der Arbeit. Spielverderber. Ein großer Topf dieses Mal. So, dann mache ich auch noch ein kleines Probiererchen von der Soße und perfekt. Leute, wir können gleich essen. So Leute, der Einfachheit halber habe ich den Deckel vorher schon abgenommen. Oh. Geil, so richtig schön mit frischen Champignons. Und jetzt werde ich mir hier mal ein schönes, ordentliches Probiererle auf den Teller draufhauen. Und dann wird gegessen. So Leute. Ich brauche eine Gabel. Was? Frauen halt. Jetzt probieren wir erst einmal die frische Champignons. Ganz was anderes. Geschmacklich kann ich jetzt schon sagen, mit dem Steinpilzen drin. Auch was mit den Schwammern. Steinpilze sind auch noch drin. Gibt auch noch das gewisse Extra. Ja, letztes Mal haben wir ja das Schinkengulasch gehabt. Dieses Mal einen schönen Schweinehals. Definitiv auch was anderes, eine Verbesserung. Und allgemein geschmacklich. Gulasch. Richtig geil. Hören wir uns nachher noch von allen das Fazit an und ich gehe jetzt zum Essen. Jo, Leute, ich sag's euch, unsere Couch ist noch absolut in Ordnung. Mich hat's von dem guten Essen so ungebeamt. Ich habe jetzt fast eine Stunde auf der Couch gepennt und ja, Fazit. Ich persönlich musste gar nichts nachwürzen. Mir hatte sowas von verdammt lecker geschmeckt. Die frischen Pilze, die Steinpilze noch mit dazu, das hat es geschmacklich nochmal rausgehoben. Von dem Sellerie
Also habe ich jetzt eigentlich nichts extra was rausgeschmeckt, aber im Allgemeinen. Also das war ein würdiger Nachfolger vom ersten Topf. Genial. Ja, dann kommt der nächste zum Fazit. Hü, hot, auf. Ja. Ja, das war's hell lecker Tüch. Das war's richtig, hast du richtig gehabt, Michael? Kann mir das jemand übersetzen? Silber, Übersetzung daneben. Das war ganz leckeres Zeug, das hast du richtig gut gemacht. Dem bekommt bayerisches Essen anscheinend nicht, dass er mit Blattdeutsch anfängt. Also dir hat es geschmeckt. Das war gut, ja. Wunderbar. War lecker. Das war wunderbar. Und unserer leibhaftigen Rita Kruse. Ja, der hat herkommen, herkommen. Ja, der richtige Rita Kruse hat es dann auch geschmeckt. Da muss ich ja die Cam gleich tiefer stellen. Ja, natürlich. Ich bin eben klein. Ja, also dir hat es auch gemundet. Ja, war gut. Irgendwas, was wir jetzt anders machen können? Nee, ein bisschen Salz. Für mich war es zu wenig, aber das okay. ist Geschmackssache. Patricia hat sich ja auch noch Salz und Pfeffer mit rein. Also völlig legitim. Da Hauptsache nicht versalzen und nicht verpfeffert. Genau. Jo, okay. Leute, wie gesagt, die Tage kommen noch ein paar Videos. Ob ich sie alle gleich raushau oder nicht, keine Ahnung. Aber es wird mit Sicherheit noch lustig werden. Und jetzt steht halt die Cam schief, aber das ist jetzt zum Schluss auch egal. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Tschaikowski.